Und das war eindeutig oder allein mein Fehler. Und es tut mir wahnsinnig leid fürs Team. Das Finale von Oschers Leben musste die Titelentscheidung bringen. Christian Abt in der Magdeburger Börde gemeinsam mit Christopher Mies am Start. Dieses Mal die Konkurrenz mit Problemen. Teilweise brachte man sich sogar gegenseitig um die Meisterschaftschancen. Abt und Mies auf Position 4. Nach hinten abgeschirmt von den Teamkollegen Florian Gruber und Peter Terting. An dieser Reihenfolge änderte sich auch nach einer Stunde Renndistanz nichts mehr. Christian Abt damit bereits ein Rennen vor Schluss. Meister im ADAC GT Masters 2009. Sieht man, was für ein Wille in den Leuten steckt und was für ein tolles Team ich da habe. Da kann man einfach rundum stolz sein. Natürlich heute mit der Ehrung beim ADAC, das war ein richtig schöner Tag und ein absolut erfolgreiches Wochenende für das Team ABT Sportsline. Jetzt habe ich alle drei Titel, die ich mir erwünscht habe, einen im Tourenwagensport, einen im Sportwagensport und einen im Formelsport. Und was will man denn eigentlich noch mehr? Häufiger als Christian Abt und seine Teamkollegen führte kein anderes Team die Rennen an. Der Abt Audi lag auf dem Weg zum Titel 102 Runden an der Spitze und sammelte dabei 443 Führungskilometer. Daran wird sich die Konkurrenz im ADAC GT Masters 2010 messen müssen. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Das härteste Langstreckenrennen der Welt. Eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Und mittendrin das Team ABT Sportsline mit zwei Audi R8 LMS. Für uns gilt es erstmal, wie gesagt, durchfahren. Podium wäre Sensation und gewinnen, ich denke, wäre fast ein bisschen vermessen. Aber wenn wir das schaffen können, dann wollen wir es natürlich auch. Ja. Für 168 Teilnehmer ging es los. Die Hatz durch die grüne Hölle. Die Konkurrenz mit Porsche, Ford und BMW hochkarätig. Die Aufgabe dadurch nicht einfacher. Und bereits nach einer Runde kam das erste Auto wieder in die Box. Ja, meistens weiß man nie, was man denken soll, wenn es in den ersten 5 Minuten so losgeht. Es ist so losgegangen und wir haben das Beste daraus gemacht. Denn ein Team ABT Sportsline gibt nicht auf. Der Lohn, man rollte das Feld von hinten auf und landete am Ende auf einem respektablen 28. Gesamtrang. Für das Schwesterauto, unter anderem mit Christian Abt am Steuer, lief es deutlich besser. Mit Zurückhaltung ins Rennen gegangen, schob man sich immer weiter nach vorne. Wir versuchen bis zum Schluss Attacke zu machen, die mit Porsche wirklich unter Druck zu setzen. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Am Ende sprang bei der Premiere des Audi R8 LMS bei einem Langstreckenrennen der respektable zweite Platz heraus. Ein toller Erfolg. Es ist ein tolles Erlebnis, weil wenn man mit einem neuen Auto hierher kommt, weiß man wirklich nicht, wo man steht. Man setzt sich Ziele, man steht auch gewissermaßen unter Druck. Aber man hat gesehen, wie wir uns jetzt dort positiv verkauft haben, mit Höhen und Tiefen, ganz klar. Aber ein tolles Ergebnis. Die DTM 2009. Mission Titel-Hattrick stand bei ABT Sportsline auf dem Programm. Nach den Triumphen 2007 und 2008 wollte man auch in diesem Jahr erfolgreich sein. Allen voran
Timo Scheider. Als Titelverteidiger möchte natürlich den Titel verteidigen. Keine Frage, aber ich weiß, wie schwer das wird. Wir haben eine Menge gute Konkurrenz im eigenen Haus, wie auch natürlich extern aus Stuttgart. Und die haben alle nicht geschlafen. Die wollen alle den Timo Scheider schlagen dieses Jahr. Und ich probiere es natürlich so gut wie möglich zu vermeiden. Ja. Doch nicht nur er versuchte dies. Auch seine Teamkollegen schienen in Hockenheim top motiviert zu sein. Matthias Ekström führte Lauf 1 lange an, bevor er kurz vor Schluss mit einem Reifenschaden das Rennen beenden musste. Glücklicher Sieger dadurch Tom Christensen, der vor dem Rennen seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gab. Ich fahre ruhig und befreit und ich freue mich, ich will natürlich dieses Jahr genießen mit diesem Rennauto in diesem Umfeld, weil das sind ein sehr, sehr hart gekämpfter Meisterschaft und ich denke, die anderen 19 Leute hier drin, also das ist vielleicht einer von den besten Talenten in ganz Europa und natürlich mit einem Teamkollege als Meister ist das sehr, sehr hart. Hart wurde es für die komplette Audi-Mannschaft in den folgenden Rennen. Falsche Strategie in der Lausitz bereitete nicht nur Catherine Legg ein unschönes Wochenende. Now I'm a bit disappointed and a bit kind of confused, I guess, at the moment because of all the carnage. Timo Scheider wehrte sich lange gegen die Konkurrenz am Norrisring, letztendlich aber erfolglos. Das war eigentlich alles perfekt, bis auf die letzten zwei oder drei Runden. Und das war leider nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Auch in Zandvoort gelang wieder kein Sieg, schon zum dritten Mal in Folge. In Brands Hatch ebenfalls kein Erfolg, auch wenn mit knapp einer Sekunde Rückstand die Niederlage sehr knapp ausfiel. Ja, es ist Glück und Unglück. Das ist im Motorsport manchmal so. Doch die Allgäuer schlugen zurück. Timo Scheider erfolgreich in Oschersleben. Wo er 2008 sein allererstes DTM-Rennen gewonnen hatte, gelang ihm 2009 auch sein erster Saisonerfolg. Wir haben Hochs und Tiefs gehabt, aber jetzt momentan scheinen die Hochs wieder angefangen zu haben. Und darauf möchten wir aufbauen. Am Nürburgring dann die Wiedergeburt des Martin Tomczyk. Nach durchschnittlicher erster Saisonhälfte der Durchbruch in der Eifel. Pole Position und souveräner Startzielsieg für den Rosenheimer. Noch dazu Timo Scheider und Matthias Ekström auf den Plätzen 2 und 3. Perfektes Wochenende für die Ebte.